Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats Spektrum. Heute haben wir diverse Gäste, unter anderem den, man sagt den dienstältesten Libertären Stefan Blankertz zu Gast und den Manuel, den ich mir an die Seite geholt habe, um mit Stefan ein bisschen über über seine Geschichte und auch über die Geschichte des Anarchismus, Libertarismus zu reden, weil Stefan schon sehr lang dabei ist. Manuel habe ich jetzt, glaube ich, vorgestellt, ja, von den Marktradikalen, genau, hat auch schon einige sehr gute Videos für uns gemacht. Stefan ist, wie schon gesagt, mit der dienstälteste oder eigentlich der dienstälteste Libertäre in Deutschland. Soziologe und Schriftsteller. Die bekanntesten Werke so bei uns in der Community sind wahrscheinlich das Libertäre Manifest und mit Marx gegen Marx, 11x11 Thesen. Du bist aber auch Romanbuchautor, richtig? Ja, genau. Ich habe zum Beispiel eine Serie von Mittelalterromanen geschrieben. Und ich habe eine Dystopie geschrieben, die ich 2008 geschrieben habe und wo ich die Entwicklung hin zur Gesundheitsdiktatur bezeichnet habe. Ich habe nicht geglaubt damals, dass es so schnell geht. Okay. Die Zukunft spielt 2068. Ich hatte gedacht, wir hätten noch ein bisschen mehr Zeit. Oh, wie nennt sich das? Aber das ist Penelope Heiler. Ja, es ist die Hauptfigur und war quasi jetzt die Vorhersage dessen, was wir jetzt praktisch haben, ja. Aha, okay. Habe ich selber leider noch nicht gelesen, ja. Penelope Heiler, Kampf im Gesundheitsterror. 2068 bis 2077. Ja, ist ein bisschen früher eingetreten, ne? Ja, ein bisschen früher eingetreten. Ja, aber wir wollten ja im Prinzip über deine Geschichte ein bisschen reden. Ich habe ja eben schon mal gesagt, ja, wir werden ja eigentlich alle als Anarchisten geboren und dann werden wir in der Schule anders erzogen, sag ich mal so. Ja. Wie bist du denn wieder zurück zum Anarchismus gekommen? Du bist ja nicht direkt NCAP gewesen auch, ne? Nein, das nicht. Sehr früh, mit 14 Jahren, merkwürdigerweise über einen Spiegelartikel, der um die anarchistischen Einflüsse in der Protestbewegung der Neuen Linken berichtet hat. Sehr negativ. Ich habe ihn inzwischen wiedergefunden. Aha. Und also er ist da überhaupt nicht freundlich den Anarchisten gegenüber. Aber es gibt ein paar Zitate da drin. Und die fand ich direkt so toll. Man braucht keinen Staat, um zusammenzuleben. Und das, was so die klassischen Anarchisten gesagt haben. Und trotz des Negativen drumherum habe ich entschieden, das ist es. Okay. Und von da an war ich Anarchist. Ja, und mein Vater hatte so die Einstellung, eigentlich Sozialdemokrat, aber hatte die Einstellung, die intellektuelle Entwicklung seines Sohnes zu fördern und hat mir dann ein Buch von Martin Buber, dem Religionsphilosophen, in die Hand gedrückt, Pfade in Utopia, und hat gesagt, ich habe hier ein Buch über Anarchismus, da kannst du mal drin lesen. Okay. Das war natürlich eine Herausforderung. Buber gehört jetzt nicht zu den leicht konsumierbaren Menschen. Auf jeden Fall bin ich so da reingekommen. Und ich war ein sehr unglücklicher Schüler, von daher war ich prädestiniert dafür, die Staatsschule nach Möglichkeit schnell zu beenden, zu negieren.
Und ja, das waren so die ersten Themen. Mhm. Bei den linken Anarchisten ist ja viel diese anti-autoritäre und auch gegen Hierarchie, glaube ich, das Hauptthema. Oder so fasse ich das zumindest auf. Weißt, kannst du irgendwie sagen, was da dich ursprünglich so angezogen hat? Naja, was man unter anti-autoritär versteht, da müsste man jetzt nochmal auch gesondert drüber sprechen. Was mich angezogen hat, war eben diese Vorstellung, dass Menschen ihr Leben selbst gestalten können, ohne staatliche Vorgaben. Und natürlich mit 14 ist man da jetzt nicht sozusagen so fertig mit einer fertigen Idee. Aber so diese Aussicht, die hat mich angezogen. Und es war auch direkt irgendwie viel besser als das andere linke Zeug, wo es eben halt darum ging, ein Stalin oder ein Mao oder ein Ulbricht oder Honecker oder Fidel Castro zu bejubeln. Und dann die Frage war, ja, sind das nicht eigentlich auch Herrscher, genauso wie die man bekämpft? Also dieser Selbstwiderspruch der neuen Linken, der war mir also auch sofort klar. Und eine wichtige Prägung war dann, dass ich den amerikanischen Anarchisten Paul Goodman entdeckt habe, der über die Schulkritik. Und das Besondere an dem ist, dass er ein sehr positives Bild vom klassischen Liberalismus hat. Mhm. So dass ich da nicht, wie soll ich sagen, in diese Richtung, wo eben halt ja der Großteil der neuen Linken dann hingegangen ist, Liberalismus und dann Neoliberalismus, das ist alles Teufelswerk und das Schlimmste, was man sich überhaupt denken kann, und Privatisierung, oh Gott. Während Goodman war da sehr, sehr offen in diese Richtung, und für ihn war Thomas Jefferson einer seiner großen Helden, sodass ich von daher nicht so geprägt worden bin wie viele andere Anarchisten auch in der Zeit, die dann drei Kreuze geschlagen haben, als dann die libertären Ideen nach Deutschland kamen. Mhm. Wann war das ungefähr? Wann, also 1970, 1970 war ja so habe ich das, da war ich 14, habe ich das entdeckt, und Frau Goodman habe ich 72 entdeckt. Aber natürlich gab es damals schon irgendwie sowas in der Art wie eine anarcho-kapitalistische Community, eine Szene irgendwie in Deutschland? Nein, das überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich das Wort Anarchokapitalismus zum ersten Mal gehört habe. Also wird auch vielleicht Mitte oder Ende der 70er Jahre gewesen sein. Und da war ich jetzt ja nicht direkt von angesprochen, aber hatte auch nicht den Reflex, man muss sofort sich abgrenzen oder so. Ja, genau. Das, das nicht, sondern ich meine, man muss sich ja vorstellen, als Anarchist lebte man ja damals im Prinzip die ganzen 70er Jahre über, dass man an jeder Plakatwand Vorsicht, anarchistische Terroristen, womit die RAF gemeint war. Und man musste sich also ständig in die Richtung rechtfertigen. Ja. Wobei das inhaltlich ganz einfach ist. Die RAF hat sich als marxistisch-leninistisch bezeichnet. Sie waren Anhänger von Mao, und sie haben die Bezeichnung Anarchismus für sich auch als durch den Staatsschutz als
Propaganda und als diskriminierend empfunden. Mhm. Also sie wollten als Marxisten, Leninisten bezeichnet werden. Deswegen auch ja die Bezeichnung Rote Armee. Ja. Und jeder, der ein bisschen was von, auch nur ein bisschen was von der anarchistischen Geschichte kennt, weiß, dass die Rote Armee viele, viele tausend, vielleicht hunderttausend Anarchisten auf dem Gewissen hat und dass sie mit unglaublicher Brutalität gegen Anarchisten vorgegangen sind, gerade wieder aktuell, denn das war die Eroberung der Ukraine durch Trotzki, Befehlshaber der Roten Armee, 1920 bis 1922. Mhm. Denn in der Ukraine hatte es auch eine Revolution gegeben, aber sie stand unter anarchistischen Vorzeichen und nachdem die Weißen besiegt waren, hat die Rote Armee beschlossen, sie auszurotten, die ukrainischen Anarchisten. Und das hat auch dann, sozusagen ist auch die Vorgeschichte für den Holodomor. Stalin empfand, dass die Leute der Ukraine eigentlich alles irgendwie unsichere Kantonisten sind und dass man die am besten mit Stumpf und Stiel ausrottet. Mhm. Aber deswegen war, also Rote Armee war sozusagen für jeden richtigen Anarchisten, auch damals war das einfach ein rotes Tuch. Ja. Aber für die Öffentlichkeit waren Anarchisten eben Anhänger von der RAF. Und dann in der Sympathisantenszene setzte sich das dann auch teilweise durch, dass die sich dann auch als Anarchisten bezeichnet haben, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, was Anarchisten wirklich jemals gesagt haben. Und das ist ja auch die Grundlage, dieser Sympathisantenkreis um die RAF ist ja auch dann, sagen wir mal, die Grundlage dieser heutigen linken Anarchisten, die mit den klassischen Anarchisten gar nichts zu tun haben und die Grundlage für die Antifa. Ja. Aber eben, wie gesagt, die kannten nichts von den klassischen Anarchisten und für die hieß Anarchismus nur gewalttätig und militant. Ja, und so hat es sich bis heute durchgesetzt quasi. Ne? Wenn man heute Anarchismus hört, dann nimmt man an, das sind alles Gewalttäter und das Recht des Stärkeren gilt und man darf sich nehmen, was man will oder so. Ne? Ja. Nur, dass heute werden dann die Liberalen da auch noch drunter gezählt. Also Anarchisten und Neoliberale sind im Prinzip schon irgendwie das Gleiche. Und beide sind irgendwie die einen für die Herrschaft der Konzerne und die anderen für die Herrschaft der Banden. Ja, kann man so sehen. Ich frage mich gerade, deine Perspektive, ich habe so, meine Mutter hat das auch irgendwann mal gesagt, so in der linken Szene war die auch dabei und die hat dann so gemeint, man wusste so vieles nicht. Ja, und ich frage mich an der Stelle, wo du sagst, Holodomor oder auch Mao, seine Verbrechen, wenn die sich offen als Maoisten identifiziert haben, wie du sagst, konnte man das damals wirklich nicht wissen? Ist das plausibel für dich oder hat man das, sind die mit Scheuklappen damals schon durch die Gegend gelaufen? Jein. Also bestimmte Sachen sind natürlich in der Schärfe noch nicht so bekannt gewesen. Also gerade was die Verbrechen von Mao betrifft. Aber natürlich die Grundzüge waren irgendwie klar. Und die Stalinisten, die sind eben halt, ja, waren damals, die sagten eben, das ist alles Propaganda. Also alle Berichte über, also es hat es alles nicht gegeben. Das ist im Prinzip genauso wie weiß ich was, das mit der Auschwitz-Lüge von rechts. Genauso war das, die haben gesagt, also alles, was über Stalin gesagt wird, ist eben halt Lüge. Der war ein guter Mensch und Menschenfreund und war zu allen nett und natürlich nur zu den Gegnern nicht, aber nur zu denen, die es auch wirklich verdient haben. Und natürlich konnte man das wissen, zumindest in Umrissen, die Entstalinisierung unter Khrushchev hat einen Teil ja selbst von der Sowjetunion zugegeben, schon dargestellt.
Vor allen Dingen als Anarchist wusste man das also sehr genau, weil von der Anarchistin Emma Goldman, eine russisch-amerikanische Anarchistin, die 1918 ist sie aus Amerika als Anarchistin deportiert worden nach Russland. Und sie hat dann Russland 1920 verlassen und ist eigentlich die Erste, die überhaupt über die Verbrechen des Leninismus damals noch geschrieben hat. Auch darüber, dass die Hungersnöte, die da eben halt in Anfang der 20er Jahre herrschten, dass die eben halt zumindest zum großen Teil politisch produziert worden sind. Das hat sie alles geschrieben. Das wollte nur damals keiner hören, selbst in den USA nicht. Das macht man sich ja nicht so klar. Man denkt ja, die USA sind irgendwie immer antikommunistisch gewesen. Das ist ganz großer Quark. Es hat eben halt ganz viele Fellow Traveler gegeben, sogenannte, also Mitläufer oder Leute, das waren nicht Kommunisten im Sinne, dass sie ausgebildet waren in der Ideologie, aber die irgendwie sagten, ja, das ist ein tolles Experiment und ja, und dahin muss es irgendwie gehen, der Staat muss mehr eingreifen, vielleicht nicht ganz so viel, aber jedenfalls deutlich mehr. Und die wollten das genauso wenig hören wie die Kommunisten. Und tatsächlich waren eben halt die Anarchisten diejenigen, die ja die Ersten waren, die über die kontinuierlich auch über die Verbrechen in der Sowjetunion berichtet haben. Das heißt also, jeder Linke, der sich mit Anarchismus beschäftigt hat, der wusste das. Immerhin. Aber heute haben wir ja keine linken Anarchisten mehr, heute haben wir ja linke Etatisten. Ne? Ja. Aber es wollten eben halt viele nicht wissen, also ich weiß, ein alter Genosse, der Verbindungen hatte nach Kuba und da auch immer Informationen über die Verfolgung kubanischer Anarchisten und Oppositioneller und Homosexueller und so weiter berichtet hat. Und die jungen Genossen, die haben immer gesagt, ja, der hat nicht mehr alle Tatzen im Schrank und so. Und also die wussten nichts über Kuba, die konnten auch kein Spanisch. Und er konnte Spanisch und er kannte die Leute, die verfolgt werden und die ermordet worden sind und so. Und ja, dann sind sie darüber hinweggegangen und haben diese Informationen einfach nicht aufgenommen. Und selbst die normale etatistische Presse, Spiegel und sowas, auch die haben nicht wirklich darüber berichtet. Ja. Das kann man nicht sagen. Also das ist deswegen hat sich das bis heute gehalten, dass Kuba irgendwie ja nicht ganz so schlimm oder es war der Sozialismus mit menschlichem Antlitz oder so ein Quatsch. Mhm. Nein, war es nicht. Ist es nicht. Ja. Aber Anarchisten wussten das. Also richtige Anarchisten, also Anarchisten damals, die sich eben halt mit der Tradition beschäftigt haben und die alten Genossen auch kontaktiert haben, die darüber Bescheid wussten, die wussten das. Und war im Prinzip dieser Interesse hinter dem Anarchismus auch dein Antrieb, Soziologie zu studieren, oder wie kam das? Ja, auf jeden Fall. Also es gab eigentlich zwei Optionen. Also entweder Erziehungswissenschaft, also wollte aber mein Vater eher nicht, weil er Professor für Erziehungswissenschaft und Philosophie war und sagte, also das ist nicht so gut. Und also das war so einmal der Grund, nicht Erziehungswissenschaft zu machen. Und dann gab es in Münster, wo ich gewohnt habe, oder meine Eltern gewohnt haben, gab es einen Professor, Christian Siegrist, der ein Ethnologe und wie soll ich sagen, also zeitweise schon auch mit maoistischer
Sympathie. Nicht so neu, das Phänomen, ja. Ja, aber er hat ein geniales Buch geschrieben und das kann ich auch heute noch in den höchsten Tönen loben, das heißt Regulierte Anarchie. Mhm. Hat eine Theorie entwickelt, wie die vorstaatlichen Gesellschaften, die man heute dann Stammesgesellschaften nennt oder die man früher mal dann auch Naturgesellschaften oder so genannt hat, wie die ihre Nichtstaatlichkeit aufrechterhalten. Also seine These ist nicht, dass die keine Herrschaft hatten, weil sie zu blöd waren, sondern dass sie tatsächlich ein System hatten, mit dem sie die Entstehung von Herrschaft verhindert haben. Und deswegen war seine Grundthese, dass Widerstand ist eine primäre Verhaltensweise des Menschen, also Widerstand gegen Herrschaftsentwicklung. Mhm. Das heißt, also es ist schon so im Menschen angelegt, dass man versucht, also über eine Gruppe auch Einfluss zu gewinnen und Dominanz, aber dass es eben halt in diesen Gesellschaften Mechanismen gibt, mit denen verhindert wird, dass daraus staatliche Strukturen entstehen. Mhm. Und ja, und bei dem wollte ich halt studieren und habe auch bei dem promoviert. Ja. Sehr gut, ja. Ja, heute hat man ja auch immer so das Gefühl, okay, eigentlich ist Soziologie, man studiert Marxismus, also zumindest mittlerweile. Ja, interessant, dass man im Prinzip auch erstmal einen Mao Anhänger oder ein Fan irgendwie lesen muss, um da überhaupt von zu erfahren, dass es wie diese Strukturen waren. Das klingt ganz interessant. Das ist, wobei er hat auch immer die, so er nannte das dann die etatistische Linke, die hat er also schon auch bekämpft. Und ihm war auch seine Ethnologie und die marxistische Theorie jetzt nicht ohne was zusammenpassen. Also er war schon in keiner Weise so ein Propagandist, der gesagt hat, ja, ich habe ja alles gewusst oder so. Man konnte einfach von ihm lernen. Und da auch, weil du hast vorhin gesagt, im Anti-Autoritären, da geht es so gegen die Hierarchien und so. Er hat, das war ein großes Bildungserlebnis von mir, er hatte eine Analyse in einem Seminar vorgebracht und hat gesagt, warum die autoritäre Bewegung in diese K-Gruppen, also in diese extrem hierarchisch organisierten Formen abgedriftet. Und er hatte nämlich den Begriff der natürlichen Autorität. Das heißt also, es gibt in Gesellschaften natürliche Autorität und es ist freiwillige Gefolgschaft und nicht Herrschaft. Das ist also genau getrennt. Wenn ich die Autoritäten demontiere, dann brauche ich formale Strukturen, weil ich brauche irgendeine Struktur. Und wenn sie nicht durch die Autorität, also nicht durch Altersautorität oder Sachkompetenz gegeben ist, dann gibt es sie nur noch über Herrschaftsstrukturen. Ja, wenn die Autorität nichts mehr zählen soll und wenn ich die sofort demontiere. Und insofern hat er gesagt, der antiautoritäre Ansatz, in dieser Form jedenfalls, sei der falsche Weg gewesen. Das hat mich auch sehr beeinflusst. Mhm. Hat er auch die Intuition gegen die Schule gehabt, dann demnach? Weil für mich ist das zumindest eines der zentralen Mechanismen, die dafür sorgen, wie Sascha sagte, ja, dass wir alle als Anarchisten geboren werden und dann aus meiner Perspektive vom Schulsystem gebrochen werden, mehr oder weniger. Und ja, keine Ahnung, ob er das auch identifiziert hat. Also, soweit ich weiß, hat Christian Siegel sich nicht speziell mit dem Schulsystem beschäftigt. Aber er fand das schon interessant, dass ich das gemacht habe. Und ich habe bei über Paul Goodman, den vorhin erwähnten Anarchisten, promoviert und das fand er schon auch interessant, aber es war auch nicht sein Feld sozusagen, sein Forschungsfeld. Sein Forschungsfeld war eben
ja, die Ethnologie, die Soziologie von herrschaftsfreien Gesellschaften. Da war dann Schule eben halt sehr weit weg. Die Frage kam gar nicht erst auf. Ja, okay. Die Frage kam gar nicht erst auf. Das ist ja keiner, wäre keiner auf die Idee gekommen. Ja, okay. Und wie ging das jetzt so voran mit dir? Ich meine, heute kennt man dich ja tatsächlich als einen der Urväter, so sage ich jetzt mal, oder ja, was heißt der Urväter, aber mit einer der bekanntesten Anarchisten, so einer der frühen hier in Deutschland. Wann bist du mal auf eine Art größere Gruppe? Ich meine, heute fällt es eigentlich relativ leicht, wenn man Anarchist ist, irgendwo jemanden zu finden, durch das Internet und so weiter. Wann bist du mal irgendwie auf eine Gruppe gestoßen, wo du gesagt hast, ja, wie so ein Hayek-Club oder sowas in der Art? Ja, wobei eben halt damals in den 70er Jahren hätte ich vielleicht den Hayek-Club gar nicht so identifiziert als Verbündeten. Das war eher, sagen wir mal, diese diffuse linksanarchistische Bewegung, kann man gar nicht sagen. Also war ja wenig selbstständig, jedenfalls zu dem Zeitpunkt. Weil ich habe 1980 habe ich Maury Rosbart entdeckt beim Amerika-Besuch in Kalifornien. Ja. War ich in der legendären Market Street 1800 in San Francisco. Und da habe ich Maury Rosbart nicht persönlich getroffen, aber Justin Raimondo, der ist letztes Jahr, glaube ich, gestorben. Da war dann eher Neokon später. Aber eben halt ein Antikriegsaktivist bis zum Schluss. Und ich habe da war ich ja dann 24, ich habe da sozusagen intuitiv sofort erfasst, dass die österreichische Schule der Ökonomie, hat mir davon vorgeschwärmt, dass die fehlende anarchistische Ökonomie darstellt. Wir hatten immer das Problem, dass die Marxisten sagten, ja, das ist alles schön und gut mit dem Ideal Anarchie, finden wir ja auch gut, aber natürlich, wenn dann Tausch und dann entwickelt sich aus dem Tausch, dass einer wird reicher und dieser eine, der dann reicher wird, der baut sich dann eine Armee auf und so weiter. Also dieses Modell von Engels, das ist von Engels, das ist nicht von Marx. Und Christian Sigrist konnte sich nicht genug darüber lustig machen, über dieses Engels-Konzept der Staatsentstehung, weil er sagte, es ist einfach falsch, es ist historisch falsch. Und er konnte es eigentlich, vielleicht hätte sogar schon Engels es besser wissen können, aber zumindest hat Sigrist immer gesagt, da ist nichts wahr dran, an dieser Geschichte, dass der Staat sozusagen aus dem Tausch entstanden ist. Also Sigrist hat gesagt, der Staat ist aus Gewalt, aus Krieg entstanden und unter ganz bestimmten Bedingungen, die man eben halt angeben kann. Und da ist nicht, dazu gehört nicht der Tausch und dazu gehört auch nicht die Überlegenheit der staatlichen Organisation, was den Wohlstand betrifft, sondern nur die Überlegenheit der staatlichen Struktur, was die kriegerische Auseinandersetzung betrifft. Ja, auf jeden Fall, aber die sagten eben halt, ja, dann entsteht sozusagen sofort wieder der Staat und wir brauchen den Staat, um sozusagen diese Entwicklung zu stoppen und dann irgendwann ist der Mensch so weit, dass dann nicht mehr Staat wird. So, und da hatten wir einfach als Anarchisten wenig entgegenzusetzen. Weil die ökonomische Theorie im klassischen Anarchismus schon nicht sehr weit entwickelt ist. Man hätte, wenn man bei Proudhon weitergedacht hätte, da vielleicht was machen können, aber das ist einfach nicht geschehen. Und ich habe da spontan intuitiv erfasst, das ist die Leerstelle, das brauchen wir.
Und das war dann schon eine Kröte, die schlucken musste zuerst, also dass dann Kapitalismus auf einmal was Positives war. Aber er hat gesagt, das sind Worte. Also wenn Kapitalismus freiwilliger Tausch ist, soll mir das recht sein. Ja, richtig. Aber weißt du, kannst du identifizieren, wo deine Intuition da draufgeschlagen ist? Hast du da so eine Denkschule gesehen als Gesamtes und dann das für dich so eingeordnet? Oder gab es da irgendwie zum Beispiel den praxeologischen Grundbaustein vom Mises, den du da gesehen hast, weißt du das noch? Also ich habe den habe ich ja nicht direkt, sozusagen damit war ich nicht direkt konfrontiert, sondern eigentlich mit dieser Grundthese, dass der freiwillige Tausch Grundlage der freien Gesellschaft ist und dass es gute ökonomische Gründe dafür gibt, das anzunehmen. Und da habe ich gesagt, das muss ich unbedingt lesen, weil das ist genau das, was mir fehlt. Und wo ich in Diskussionen immer, ach ja, irgendwie, und dann kriegen wir das schon irgendwie hin oder so. Also es war nicht so richtig gut, da zu argumentieren. Und die Intuition war, wenn ich das begreife, was die Gründe sind, die Mises und Rothbard dafür geben, dass der freiwillige Tausch eben halt tatsächlich auch antistaatlich ist und antistaatliche Struktur aufrechterhält, dann muss ich das wissen. Und das passt dann natürlich auch super zu der Theorie von Sigrist. Also er hat das eben halt für die Stammesgesellschaften gezeigt und hat gesagt, ja, dann ist das sozusagen die Theorie, die erklärt, wie die antistaatliche Struktur in den entwickelten Gesellschaften aussehen kann. Das ist sozusagen die Erneuerung der Stammesgesellschaft auf einem höheren Produktivitätsniveau. Also das war so meine spontane Idee, die ich hatte. Und du bist dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Dich hat es nicht gewusst, da zu bleiben. Ich war mal in Ferien sozusagen da und bin dann zurückgekommen, habe ganz viele Bücher gekauft und war schwer enttäuscht, dass die deutschen Anarchisten nicht Hurra geschrien haben, sondern gesagt haben, nee, Kapitalismus, das geht aber noch gar nicht. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, und dann gucken wir uns doch mal die Begriffe an und so. Da war nichts zu machen. Also man war sozusagen da eben halt, das war wichtiger, antikapitalistisch zu sein als antietatistisch für die meisten. Und das war so sehr enttäuschend. Und so habe ich eben halt so meine ganze Struktur von Leuten, ja, die habe ich mehr oder weniger da relativ schnell verloren. Und es gab in Europa schon andere Libertäre. Aber in Deutschland kannte ich eben halt keinen. Und es hat einige Jahre gedauert, bis das sich geändert hat. Ja, um diesen Begriff Kapitalismus tanzt, ich weiß noch, auf YouTube gab es früh diese Freiwillig-Frei-Kanal. Die sind auch sehr um diesen Kapitalismus-Begriff herumgetanzt. Und immer nur auf die moralische Ebene versucht. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile ob du diesen Kapitalismusbegriff als verbrannt ansiehst oder ob du den als noch nützlich für nützlich hältst oder ob du eher ihren Marktradikalen benutzen, eher im Markt scheinbar. Wie siehst du das? Ich sehe das einerseits nicht so dogmatisch, ich lasse mich gerne auch auf andere Begriffe ein und jemand, der unter Kapitalismus Korporatismus versteht, mit dem kann ich natürlich super gut auch diskutieren und auf einen Nenner kommen. Aber ich glaube nicht, dass es nützlich ist, Begriffe aufzugeben. Kann man ja auch, es gibt auch unter Anarchisten und dann sagen, ja, und dann muss man sich Voluntarist nennen oder Panarchist oder Achratie und dann gibt es so. Und also das nützt gar nichts, weil sobald solch ein Begriff eine größere hat, wird er natürlich genauso stigmatisiert
wie der ursprüngliche Begriff. Und in Amerika ist es so, dass der Begriff Market nicht so verbrannt ist wie der Capitalism. Mhm. Das ist richtig, aber in Deutschland stimmt es ja nicht. Also in Deutschland wird ja der Markt genauso wie Kapitalismus absolut negativ gesehen. Und der Markt wird angebetet, wird dann also gesagt, ja, oder, wenn man so nur ein ganz kleines bisschen, also die FDP, die betet den Markt an. Und, oder wenn irgendwas nicht funktioniert, ist es direkt Marktversagen oder... Ja. Oder das heißt also, in Deutschland nützt es eigentlich wenig. Ja, in Deutschland nützt es eben halt ganz wenig, statt Kapitalismus Markt zu sagen. Also ich bin eher dafür, Begriffe klar zu verteidigen, aber nicht im dogmatischen Sinn und sagen, ja, das man muss jetzt unter Kapitalismus das darunter verstehen, was Mises darunter versteht. Also wie gesagt, ich kann mit jemandem, der sagt, für mich ist Kapitalismus das, was du Korporatismus nennst, und dann bin ich damit auch einverstanden. Ich auch. Kann ich mich auch darauf einigen. Ja. Aber man muss eben halt ganz klar sagen, muss man jemanden, der so argumentiert, dass es eben halt Korporatismus ist, und sagen, ja, aber wie hältst du es mit den Tauschbeziehungen unter der Bedingung von Freiwilligkeit? Hm. Und dann muss er Farbe bekennen und sagen, ja, die lehne ich auch ab, oder die lehne ich nicht ab. Ja. Und von daher wäre das eben wichtig. Das ist ja genauso wie mit dem Neoliberalismus. Ich habe früher auch immer gesagt, ich bin ja kein Neoliberaler. Ich bewahre und so. Aber ich habe einfach gemerkt, dass die meisten sogenannten Kritiker des Neoliberalismus genau das damit meinen, was ich als Anarchie bezeichne, nämlich freiwillige soziale Beziehungen. Dann sagen ja, da ist ja sofort, ist dann der Dschungel da und so weiter und so weiter. Also sie meinen gar nicht irgendwas in Richtung Ordnungsliberalismus oder sowas, wo der Staat da eine Rolle spielt, sondern im Gegenteil, sie meinen mit neoliberal, dass der Staat wird zerstört und ja, da gibt es eben halt böse Konzerne, die außerhalb des Staates stehen und die den Staat zerstören wollen. Schön wär's, ja. Ja, ich wollte es gerade sagen. Schön wär's. Aber leider sind sie so mit dem Staat verwoben, dass sie alles andere tun, als auch nur irgendwie ein Zentimeterchen vom Staat zurückzudrängen. Ja, ja, das, ich glaube, das wird häufig nicht verstanden. Ne? Das, es gab da irgendwie mal so ein Satz, ja, wenn doch irgendwie Kapitalismus oder freie Marktwirtschaft gut für die Unternehmen wäre, warum werben sie nicht dafür? Ja, warum werben sie genau für das Gegenteil eigentlich so? Ja, ja. Ja, genau. Das ist die Illusion von Ayn Rand, ne? Dass Kapitalisten für den Kapitalismus eintreten. Ja. Was ja nun definitiv nicht stimmt. Den Kapitalisten, der für Kapitalismus eintritt, den muss man echt suchen. Das weiß jeder, der irgendein auch nur soft-kapitalistisches oder liberales Institut oder sonst Think Tank oder sowas aufbauen will. Der weiß, wie schwer es ist, da irgendjemanden zu finden, der das unterstützt. Ja. Ja, setzt man zwei Kapitalisten in einen Raum zusammen, die fangen an, ein Kartell zu schmieden. Die interessieren sich nicht so für diese prinzipiellen Sachen. Ja, schon richtig. Ja, und dann gibt es ein Ereignis, was dann manifestiert hat, dass es in Deutschland eine libertäre Bewegung gibt, oder zumindest eine libertäre Gruppe. Das war 1998, als der Kongress der International Society for Individual Liberty, ISIL, die Organisation ist nicht eingeschlafen
Begründer ist gestorben vor vielen Jahren und aber sie war halt sehr aktiv, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie Students for Liberty, nur eben nicht auf Studenten bezogen, aber so ja ein breites libertäres Spektrum, mhm, von klassischen Liberalen bis Anarchisten, die da drin waren. Und die machten immer das eine Jahr einen Kongress in den USA und das nächste Jahr dann in einem anderen Land der Welt, wo es galt, eine libertäre Bewegung irgendwie zu unterstützen. Mhm. Und 1998 fand der Kongress von der ICL in Berlin statt. Aha. Und damit war sozusagen deutlich, es gibt da Libertäre. Und im gleichen Jahr hat André Lichtschlag eigentümlich frei begründet. Mhm. Zunächst als Vierteljahreszeitschrift nebenher und dann eben halt ab 2001 als Monatsmagazin. Aber eben halt 98, das war sozusagen, wurde es öffentlich, dass es eben halt anfängt, eine Struktur zu geben. Mhm. Würdest du sagen, dass das, wie das entstanden ist, ist das rübergeschwappt tendenziell, also aus den USA wie würdest du sagen, ist das zustande gekommen? Ja, also viele derjenigen, die dann dabei waren, die hatten irgendeinen positiven Bezug zu den USA oder auch zu England. In Holland gibt es auch eine lebendige libertäre Szene. Also so gab es in anderen europäischen Staaten, gab es das. Und dann ist es relativ spät eben nach Deutschland gekommen. Noch ein bisschen später halt in die spanischsprachigen Länder, aber dafür umso größerer Macht sozusagen. Also da ist ja inzwischen auch eine sehr, sehr tolle, lebendige Szene. Also nach Deutschland ist es eben halt erstmal gekommen durch diejenigen, die irgendeinen positiven Amerika-Bezug hatten. Und historisch würde ich sagen, hat es viel damit zu tun, dass die Liberalen und die Konservativen, die haben sich ja in Deutschland eigentlich bis Mitte der 90er Jahre haben die sich ja bis zum Ende der Ära Kohl eigentlich, haben sie sich ja als die eigentlichen Vertreter der herrschenden Klasse gesehen. Mhm. Da waren ja die Linken, waren ja die Zerstörer des Staates. Mhm. Und das zeichnete sich eben einfach ab in den 90er Jahren, dass sich das ändern wird. Dass also im Prinzip die Endphase der Kohl-Herrschaft, die war eben halt, Kohl war eben einfach normal durch die Wiedervereinigung und so hatte er solch ein Renommee, aber da hat sich das nochmal, hatte sich das sozusagen nochmal aufgebäumt, aber dass die CDU eben halt weggeht vom Konservativen und auch vom Liberalen, das war irgendwie relativ klar. Und sodass einfach gerade auch in der FDP die klassisch-Liberalen ziemlich frustriert waren, mhm, über die Entwicklung. Und versucht haben, da Land wieder zu gewinnen. Und da war eins der intellektuellen Anker, war eben halt die libertäre Diskussion. Und damit streckte man die Fühler aus. Das war auch die Zeit, muss man ja sehen, auch dass die Friedrich-Naumann-Stiftung wollte sich in eine wirklich liberale Institution umwandeln, versuchte
die sozialliberalen bis sozialistischen Kräfte dort zurückzudrängen. Aber es war irgendwie schon klar, dass die Partei als Ganzes da nicht so mitgehen wird. Und diejenigen, die eigentlich mehr klassisch liberal dachten, zunehmend weniger Hoffnung hatten, dass in der FDP irgendwas in die Richtung läuft. Aber sie versuchten sozusagen da noch standzuhalten, aber sozusagen mit Schützenhilfe ein bisschen außerhalb. Der Gerd Habermann, der wo du eben Hayek Club gesagt hast, der hat immer zu mir gesagt, wir brauchen dich, Anarchokapitalisten, damit ich meinen Freunden sagen kann, ich bin nicht radikal. Es gibt viel radikalere. Ich bin ganz moderat. Ja. Nicht schlecht, ja. Du würdest also sagen, die radikaleren Liberalen, die haben noch irgendwo einen Platz in den Anfang der 90er oder vielleicht noch den 80ern für sich gesehen in der FDP oder in der Friedrich-Naumann-Stiftung, und das ist dann irgendwann bei Ende ihrer Kohl zunehmend abgenommen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Aber sie waren schon frustriert über die Entwicklung, aber sie waren eben halt zum großen Teil noch innerhalb der FDP. Man kann das sehen, die ersten Erhebungen, die André von der Leserschaft eigentümlich frei in den Nullerjahren gemacht hat, waren das die Hälfte. Die Hälfte sind FDP-Mitglieder oder Unterstützer und dann nochmal 25% CDU. Und dann gibt es noch ein Viertel anderer Anarchisten oder freischwebende Libertäre. Und davon ist nichts übrig geblieben. Ich weiß gar nicht, ob es noch Carlos Gebauer gibt es noch als FDP-Mitglied. Ja. Eigentümlich frei. Aber ansonsten ist das also. Ich weiß gar nicht, wann er die letzte Erhebung gemacht hat, aber da war das eben halt ganz verschwindend gering, der Anteil von FDP-Unterstützern. Okay. Ich meine, du wirst die Statistik jetzt nicht kennen, aber wer sind denn jetzt die Leute, die... Also ich hätte jetzt gedacht, es sind hauptsächlich FDPler irgendwie, die eigentümlich frei liegen. Ja, also das Letzte, woran ich mich erinnere, ich weiß nicht, ob er danach nochmal eine Erhebung gemacht hat, war dann tatsächlich, dass da eben halt sehr viele AfD-Unterstützer eigentümlich Freileser sind. Etwas, was ich nicht bejuble, aber was ich sozusagen jetzt hinnehmen muss, dass es so ist. Und auch damit eben halt zu tun hat, dass viele wollen eben halt eine scheinrealistische Perspektive haben und die Aussage zu sagen, ja, wir halten Stand und die Fackel hoch in dunklen Zeiten. Ja, viele wollen eben halt, ja, aber es muss doch vorangehen und das Haus brennt doch und so. Und all diese unsinnigen Bilder, aber wenn man dann denen die Öl ins Feuer gießen, damit löscht man das Feuer auch nicht. Würdest du auch, hast du eine Perspektive auf, wie das Internet beeinflusst hat, diese Entwicklung in dem Zeit, das war ja die Anfangszeit von der Web-Technologie. Also für mich scheint das zumindest so, und EF Online ist ja, oder das EF Magazin ist ja schon Print. Ich habe ja gar relativ wenig Perspektive, wie Print als Medium so von der Kulturbildung her, wie groß da der Einfluss war und ob der, ich weiß nicht, ob du sagen kannst, wie da so der Wechsel, was für einen Einfluss das gehabt hat. Naja, es war in der Anfangszeit, gab es natürlich sehr viel Hoffnung darauf, dass das Internet eine antistaatliche Wirkung haben wird, eine Macht gegen den Staat ist, und das ist es bis zu einem gewissen Grad auch, aber ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, der Staat wird
nicht lange brauchen, um da ja auch Gebrauch von zu machen. Und dann steht so die Waage. Das Gleiche haben wir ja heute mit der Kryptowährung. Da sagen mir die Protagonisten auch, das wird von alleine kommen, dass die Kryptowährung, ja, dass die den Staat überwindet. Das glaube ich eben halt nicht, dass das von alleine kommt. Und so ist es mit dem Internet auch. Aber was natürlich wahr ist, ist, dass zwei Dinge das Internet gebracht hat. Also eher, erstens ist es so, dass man natürlich viel leichter an Informationen kommt. Als ich angefangen habe, mich in den 80er Jahren dafür zu interessieren, ja, habe ich Bücher in Amerika bestellt. Das dauerte 6 Wochen, bis die kamen. Es war auch gar nicht mal leicht, die zu bezahlen, weil wir hatten Überweisungen und die Amerikaner. Und dann brauchte man da irgendwie die Amerikaner hatten die Checks und so. Und dann beim Zoll musste eine Liste beiliegen, wo die genauen Preise der Bücher drinstehen. Und das taten die aber nicht rein. Und dann musste ich da ins Zollamt und musste da reden und reden und reden, bis ich dann also da meine Bücher kriegte. War natürlich nicht so richtig toll. Also das ist natürlich einfacher. Und das Zweite ist, dass eben halt die Vereinzelung, die stattfindet, wenn man irgendwo Anarchist ist oder Libertärer, und die ist natürlich nicht so stark, wenn ich im Internet Kontakte knüpfen kann. Mhm. Und ja, wir hatten eben halt dann ein- oder zweimal im Jahr irgendwie ja, eine Konferenz oder eine Versammlung. Und aber es war auch teuer, dann dahin zu fahren und dann hatte ich Familie und dann war das auch nicht so einfach. So, da ist natürlich Internet einfach eine super Möglichkeit, die da zuerst nicht gegeben war und die jetzt gegeben ist und ja auch dazu beigetragen hat, dass sich Libertarismus entwickeln konnte. Für mich scheint es, dass Massenmedien und Massendemokratie könnte sein, dass die Hand in Hand gehen. Und ich frage mich, ob du da, also das ist eben diese Dezentralisierung, also dass jeder sich die Informationen da holen kann, wo er sie findet, beziehungsweise jedenfalls nicht nur aus relativ zentralen Kanälen, die gefüttert bekommt. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst oder ob du das, ob du da vielleicht das anders siehst, weil du die Perspektive noch aus den 90er hast. 100%. Man ist viel mehr abhängig gewesen, obwohl es ja auch alternative Medien gab es ja schon. Also die gab es ja selbst in der Sowjetunion mit dem Samizdat. Aber das ist einfacher geworden. Aber natürlich, es gab auch damals, und dann kopierte man das und schickte das rum und hektografierte das. Also es war nicht so, als ob es da keine Möglichkeiten gab, aber es ist heute schon sehr viel besser. Und sehr viel besser ist eben halt die Überprüfungsmöglichkeit, die man hat. Damals ist es so, dann kriegte man irgendwie so ein anarchistisches Untergrundblättchen und dann stand da der und der hat das und das gesagt. Mhm. Ja, und dann habe ich das natürlich abgeschrieben und habe gesagt, ja, klasse, der und der hat das und das gesagt. Und wenn ich jetzt noch mal wieder auf so alte Sachen stoße und das dann recherchiere, stelle ich fest, ja, ist alles nicht so einfach und ist zusammengesetzt aus 10 verschiedenen Quellen und so und manchmal eben halt auch ganz falsch oder so. Das ist schon toll, dass man da eben halt mehr überprüfen kann. Hm. Man muss es natürlich auch machen, was manche unserer Freunde auch nicht tun. Und dann kann man sagen, ja gut, die Möglichkeit ist zwar da, aber man schreibt trotzdem. Einfach ab. Ja, man muss nicht alles glauben, was im Internet steht. Aristoteles, ja, dann weiß man, dass es ein Witz ist, aber Denn dann steht ja, Karl Marx hat schon gesagt, die Bevölkerung durchimpfen ist Einführung des Kommunismus. Es gibt wirklich, dann habe ich gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Marx das gesagt hat. Und, aber er hat es ja vielleicht so gemeint. Und so. Nein, er hat es so nicht gemeint, er hat es so nicht gesagt. Und es ist ziemlicher Quark.
Und das kann man rausbekommen und dann kann man, also man kann, wenn man das dann, als ich das bekommen hatte, das war so eine Liste mit marxistischen Forderungen, die von ersten Punkt bis zum, also ich weiß, 20. Punkt alle falsch waren und man kann das eingeben und man kann eben die Quelle herauskriegen, wer das als erstes Marx unterstellt hat. Und so, aber also man muss es auch tun. Mhm. Oder es gibt irgendwie eine Meldung, ja, die wird dann geteilt und alle reden sich drüber auf und dann gebe ich das ein und dann stelle ich fest, es ist von der Satire-Seite. Ja, das hatten wir auch schon häufiger mal. Wir haben ja so einen Wochenrückblick und aber man kann teilweise Satire und Realität auch gar nicht mehr auseinanderhalten. Ne? Das ist auch richtig, schwierig. Aber umso wichtiger ist es, wenn man den Vorschub leistet, dann dann geht es eben halt nur noch um Rechtgläubigkeit. Also bin ich auf der richtigen Seite und dann kann ich sagen, was ich will. Aber dann sind wir eben halt bei der absoluten Propagandaherrschaft. Wie nimmst du jetzt so die letzten Jahre die Entwicklung wahr? Ich meine, ich bin ja jetzt selber nicht so lange dabei, aber selbst in dieser kurzen Zeit, ungefähr 3 Jahre jetzt, sehe ich jetzt gerade, was jetzt die Online-Community angeht und jetzt auch durch die Geschichten, die Liberty Rising veranstaltet, mit dem Liberty Snowfall, auf dem du ja auch warst, und dem Liberty Sunrise, dem Camp, sehe ich sehr viele interessierte Menschen und auch ein gewisses Wachstum. Nimmst du das auch so wahr? Ja, jetzt also ganz, ganz neu, würde ich sagen, mit Liberty Rising und den Marktradikalen. Ja, also das ist auch ein hoffnungsvolles Zeichen für mich. Also ich hatte sehr bedauert, dass eben halt ein Teil dieser älteren libertären Bewegung, die da in der 90er, Anfang der Nullerjahre entstanden ist, dass die eben sehr in die, ja, ich sag das mal, weil es verständlich ist, als alle anderen Umschreibungen in die rechtspopulistische Richtung gegangen sind und mit dem Erfolg der AfD schien das so, dass man, ja, da kann man jetzt unmittelbar was erreichen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese Partei, die hat eben halt einfach dermaßen viel Staatsknete mit den Wahlerfolgen gehabt, dass sie eben einfach in der auch nur signalisiert hat, dass er bereit ist, in die Richtung zu gehen, aufkaufen konnten. Das heißt also, alle, ja, sagen wir, die auf der Suche waren mit klassisch liberalen, libertären Ideen auch Geld zu verdienen. Ja, wenn man sich manche Aussagen verkniff und dafür andere ein bisschen mehr pushte, dann hatte man da Chancen. Und da habe ich gedacht, na, jetzt haben wir erstmal verloren, weil die werden genauso absorbiert wie die Linkslibertären bei den Grünen absorbiert worden sind und am Anfang, ja, durften sie noch ab und zu mal Hallo sagen und dann auf einmal waren sie eben halt ganz weg vom Fenster. Und so habe ich das da auch gesehen. Aber deswegen finde ich das ganz klasse, dass da jetzt ja doch wieder was entsteht. Mhm. Und ich hoffe, dass sozusagen dieser Split, der neue Split, also wir hatten ja der die AfD groß gemacht hat, das war eben halt über die Migration. Neues Split, jetzt Ukraine, Russland, der hat ja auch das Potenzial zu spalten, sozusagen in Fraktionen zu spalten über eine Frage, wo es eigentlich nicht drum gehen sollte, sozusagen, aber wo es dann doch drum geht und wo man wo man eindeutig Partei ergreifen muss. Und wenn du nicht Partei ergreifst, dann bist du
So, dann bist du der Bösewicht und dann bist du schuldig und so weiter. Und wenn man in diese Falle reintappt, dann hat das natürlich auch solch ein Spaltungspotenzial. Und ich hoffe, dass das überstanden werden kann diesmal. Ich hoffe es auch, ja. Hast du eine Perspektive, ob das rentiert sich, da, also diese langfristige Perspektive ist ja, glaube ich, so, dass das sieht man ja auch zum Beispiel an Ron Paul, der ja ewig lange, jahrzehntelang nichts hatte, ist ja seit den 80ern in der Libertarian Party in Amerika gewesen und dann halt 2008 da seinen Aufstieg gehabt. Und das ist halt, und das hat hier immer noch Nachwehen, immer noch in der Libertarian Party gibt es jetzt Mises Caucus. Also diese langfristige Geschichte, die ist halt nicht so, keine Ahnung, wie die AfD, da fließt jetzt ein bisschen Kohle, aber man weiß ja, dass die nicht prinzipienbasiert arbeiten. Das ist halt einfach Taktiererei. Und naja, das ist ja vermutlich bei dir. Ich frage mich, ob bei dir dieser Ansatz ja auch irgendwie reflektiert wird in Verkaufszahlen oder ob man das dann eher online, da habe ich auch keinen Einblick, ob man da an den Verkaufszahlen so sieht, wie diese Bewegung, die auch prinzipienbasiert ist, ob die einen Aufschwung tatsächlich hat. Ich kann jetzt, also ich mache das eher fest so an dem, was ich jetzt von Liberty Rising und Marktradikalen höre, als jetzt an Verkaufszahlen von Büchern. Das ist ja doch eher auch ein altmodisches Medium, obwohl es eben halt mein Medium ist. Aber ich glaube eben halt, dass es das Wichtigste ist, diese langfristige Perspektive. Wer für kurzfristige Erfolge Kompromisse schließt, der zerstört die langfristige Strategie. Und man ist, wenn man sich irgendwo anhängt an eine andere Bewegung, weil man meint, dass die gerade erfolgreich ist, dann ist man da fünftes Rad am Wagen. Natürlich sagen sie zu jedem, ja komm, mach mit, aber man hat ja dann da kein Gehör. Und man erreicht sozusagen überhaupt nichts für freiheitliches Denken. Und also dafür muss man eben tatsächlich langfristig denken und sagen, ja, es muss die Grundlage gelegt werden, dass der Staat ist nicht die Lösung, sondern er ist das Problem. Mhm. Und nur wenn wir erreichen, dass das in allen Bereichen von Wissenschaft und Journalismus zumindest erstmal wahrgenommen wird und diskutiert wird, solange das nicht der Fall ist, gibt es keine Aussichten darauf, den Staat irgendwie zurückzudrängen. Es gibt es nur, wenn es Leute gibt, die sagen, ja, der Staat ist das Problem. Ja. Denn solange die das nicht sagen, wird jedes Problem dazu genutzt, um den Staat stärker zu machen. Selbst wenn wir sagen, der Staat ist ja die Ursache des Problems. Aber wer sieht das denn? Ich meine, Grünen haben seit Jahren, seit Jahrzehnten sagen sie, der Benzinpreis muss steigen. Ja, es gab schon mal die Aussage, er muss auf 5 Euro pro Liter steigen. So, jetzt ist er auf 2 Euro pro Liter. Jetzt stellen Sie fest, dass es arme Menschen gibt, die sich das schwer leisten können. Und dann sagen Sie, ja, jetzt müssen die Unterstützung bekommen. Und die bösen Konzerne machen das Benzin so teuer oder der böse Putin und so. Und sie machen seit Jahren, wollen sie das. Keiner kommt auf die Idee, dass der Staat die Ursache davon ist. Und dass es gleichzeitig vollkommen absurd ist, ökonomisch, wenn ich sage, das Benzin muss teurer werden, damit die Leute weniger Auto fahren, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kann das nur die treffen, die sich es nicht leisten können. Denn wer sich es leisten kann, der wird durch den teuren Preis ja überhaupt nicht motiviert, sozusagen. Insofern auch ökonomisch vollkommen hirnrissig. Und dann unterstütze ich aber durch den Staat die armen Menschen, die sich das nicht leisten können. Und damit wird gleichzeitig aber die Legitimität des Staates verstärkt. Ja, also die bösen Tankstellen sind so teuer und der gute Staat gibt mir Geld, damit ich das ausgleichen kann. Solange
das nicht vermittelbar ist, wie diese Interventionsspirale läuft, so lange wird sich nichts ändern. Ja. Genau, so wenn der Grundgedanke verankert wird, dass der Staat da durch Zwang die Lösung bieten kann, wenn der nicht ausgehebelt wird, dann gibt es keinen Grund, warum das nicht immer einfach von einer Intervention eskaliert zur nächsten. Mhm. Und die Ideen sind schon das Wesentliche, sehe ich auch so. Das ist dann auch beim Mises-Institut, glaube ich, das der Hebel, der da hoffentlich weitergetragen wird. Ich weiß nicht, ob du Perspektive auf das Mises-Institut in Deutschland, was 2012 ja gegründet wurde, ob du da Perspektive drauf hast? Nicht viel. Ich habe ab und zu mal Kontakt und ich habe beim Snowfall habe ich den Andreas Tietke kennengelernt. Aber es ist sozusagen genau. Ich habe es nicht auch liegen, aber ja. Also ich finde das gut, was Sie machen und ich muss nicht das Gleiche nochmal machen. Getrennt marschieren, vereint. Das finde ich auch, vielleicht bin ich dazu blind im amerikanischen Raum. Mir kommt es so vor, als ob tatsächlich im deutschen Raum da die Praxeologie tatsächlich auch wissenschaftlich vorangetrieben wird in dem Bereich. Also ich habe da so ein bisschen Hoffnung, dass die Ethik da ein praxeologisches Fundament neu aufgebaut wird und dann kann man schön auch außerhalb, also eben gegen diese rechtspositivistischen Ansatz halt tatsächlich eine sehr fundierte Sache entgegenhalten. Und das ist dann auch intellektuell, glaube ich, für viele hoffentlich attraktiv. Gerade aus dem, und das kommt, scheint mir zumindest aus dem deutschen Raum zu kommen, aber gut, vielleicht bin ich auch da nicht so bewandert. Ja, aber ich finde das auch, dass es gut ist, dass da weiter gedacht, geforscht wird. Also, wie ich vorhin auch gesagt habe, im spanischsprachigen Bereich gibt es eben auch eine lebendige libertäre Szene und eben halt auch eine Mises-Gelehrsamkeit. Ist ja der Professor Bagos in Madrid, der da die Praxeologie eben halt an der Universität lehrt. Da sind wir ja in Deutschland noch weit entfernt davon, dass das überhaupt denkbar ist. Das ist auf jeden Fall ist das ein guter Weg. Ja, manchmal kommt es mir so vor, als ob wir so ein bisschen fast wie eine neue Renaissance, also in meinen besseren Tagen fühlt sich das so ein bisschen so an. Mhm. Weißt du, das ist eben, ich glaube, der Carlos Gebauer hat auch diesen Begriff Medienbruch versucht zu, weiß nicht, jedenfalls benutzt. Und so dieser Medienbruch damals, dass man nicht mehr händisch jeden Buchstaben schreiben musste, sondern eben der Buchdruck. Der Medienbruch hat dann lauter Sachen nach sich geführt. Und ich weiß nicht, man darf hoffnungsvoll, glaube ich, heute sein, dass das eine Analogie ist, heute, wo eben wieder ein dezentraleres Medium die Dominanz hat. Und kann man Hoffnung haben, glaube ich. Ich denke auch. Ja. Nun gut, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Ich weiß nicht, Stefan, hast du noch irgendwie der Community noch irgendwie was mitzuteilen, irgendwas zu sagen? Ach ja, ich weiß nicht, wie weit das durchgedrungen ist, aber es gibt ja das Grundlagenwerk von Roy Rothbard zur Ökonomie, Mensch, Wirtschaft und Staat, jetzt auf Deutsch. Mhm. Da hatte ich das Privileg, mit Raim Tagizadegan aus Wien zusammenzuarbeiten. Und als dritter Band ist Markt und Staat, Markt und Macht. Das ist einer, der mich also in meiner ganz frühen Zeit, in den 80er Jahren, sehr, sehr beeinflusst hat und den ich jetzt ja wieder gelesen habe und einfach nochmal wieder begeistert war. Mhm. Ich will da einfach nur darauf hinweisen, das ist ja kein Buch, keine Bettlektüre, sondern das ist ein Buch, was studiert werden will.
was man vielleicht in Universitäten bringen kann als Student, was man in Gruppen diskutieren kann, lesen kann, diskutieren kann. Und wenn man das durch hat, dann ist das echt Impfung und Booster. Also gegen Etatismus, da soll erstmal einer kommen und da was gegen sagen. Und also ich wollte das einfach nur reingeben. Mhm. Vielleicht hört jemand zu und sagt, ja, ich bestelle es. Oder es bildet sich ein Diskussionskreis. Und wenn da jemand Interesse hat, darüber zu diskutieren, stehe ich da auch gerne zur Verfügung. Mhm. Das hört sich gut an. Ja, ja, sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich, dass du hier warst bei uns. Und, ja, gerne. Auch danke. Ja, dir auch, Manuel, danke. ja, und verabschiede mich dann von den Zuschauern und ich wünsche dann noch einen schönen Tag.